Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Sandland. Ja, derzeit kommt das alles ein bisschen, ja, jeden zweiten Tag Sandland, weil ich nämlich nicht zu Hause bin. Ich bin nämlich nicht da und deswegen wird Sonntag jetzt eine Folge kommen und Dienstag, also heute und Dienstag, weil ich nämlich jetzt für 4 Tage nicht zu Hause bin und ja, dann muss halt ein bisschen was ausfallen, weil ich noch andere Sachen zu tun habe und nicht immer Zeit habe aufzunehmen. So, das ist auf jeden Fall das, was ich sagen wollte. So, wir sind in Spino, haben die Maschinengewehrteile für ihn. Wir haben den Sprungbottrahmen. Jetzt müssen wir nur noch mehr. Jetzt brauchen wir den Bau. Den Blau. Den Blau. Die Blau. Die Blaupause. Meine Güte. Was für ein schweres Wort. Von dem Sprungbott. Meine Güte. Would you happen to have the jump bot blueprints? Blueprints? No, I don't have anything like that. Great. Didn't you mention there being some documentation on jump bots in the files the rebels left behind? Oh, you're right. Let me go fetch them real quick. Aber real quick, ich habe eine Ewigkeit. Found them. Is what you need? So you have the blueprints after all. Is it all right if we borrow these for a bit? Be my guest. Thanks. Gut, das war leichter als gedacht. Anyone order some gun scrap? Ah, just what I needed. You have my thanks. I'll only take what I need though. Here, you can have the rest. Whoa, you sure about that? Very. I have all the components I need. The rest should prove useful for upgrading bots or vehicles. Right on. Thanks. Dankeschön. So, wir können unseren Sch Warte. Da ist ein Fragezeichen aufgetaucht. Da ist ein Fragezeichen aufgetaucht. Wir gehen Fragezeichen. I'm sorry I was rude to you before. I'd heard demons were attacking passersby, stealing water and such, so I just got scared. Well, there's some truth to that, but it sounds like that story's gotten rather inflated. Attacking passersby? We only take what we need from the Royal Army. From the army? You go up against armed soldiers? You must be really strong then. No wonder you can travel the dangerous sandland unscathed. Dangerous? I guess you're too strong to find it dangerous. But to us humans, stepping outside town isn't something you do lightly. Just traveling across this barren desert is hard enough. But with the risk of bandit and raptor attacks as well, we're risking our lives every time we go to another town. That bad? It is. I can't travel alone either. Even seasoned peddlers have to be careful. A bit of bad luck, and you're a goner. So you need luck just to reach your destination. I guess that means I was lucky to meet you guys. Talking about all this has got me feeling a bit uneasy. How so? Well, I ordered some new wares from a merchant acquaintance. But it's been ages since he said he'd be here, and I haven't heard any news. He's always had incredible luck, so I didn't think much of it. But what if he's in trouble? Beelzebub, if you ever see that merchant in trouble during your travels, could you please help him out? Maybe, if I'm in the mood. Thank you. I'm counting on you. Das war ja nicht mal mehr ein Jahr. Aber gut, maybe. Händler auf ihrer Wege. Finde den Händler. Ja gut, das wird, denke ich mal, kein Problem sein. Der wird ja draußen irgendwo herumwuddeln. Müssen wir machen. Der Händler kommt dann vielleicht hierher und erweitert Angebot oder was weiß ich. They really had exactly what we needed. This should do the trick. I'll get started right away. Hope I have enough parts. Um ein Fahrzeug zu bauen, brauchst du Fahrzeugrahmen, Geld und auch andere Teile. Geh im Fahrzeugmenü auf Fahrzeug bauen. Fahrzeug bauen.
Du kannst im benötigte Teilemenü überprüfen, welche Teile erforderlich sind. Teile, die du noch nicht besitzt, werden rot angezeigt. Geh im Fahrzeugmenü zu Teile bauen, wenn du überprüft hast, welche Teile benötigt werden. Okay, hier brauchen wir eine Sekundär- und eine Primärwaffe. Jetzt gehen wir in das Teilemenü und machen Teile bauen. Um ein Teil zu bauen, brauchst du Geld und Materialien. Wähle mit Fahrzeugtyp und zum Bauen und So, jetzt können wir hier Fahrzeugtyp, Granatwerfer. Ist der beste, ist da ein Unterschied? Gut, das können wir uns nicht leisten. Aber ich sehe auch echt keinen Unterschied. So. Und Sekundärwaffe. Schweres Maschinen. Haben wir das drauf? Ich bin mir gar nicht so sicher. Doppelgeschütz. Hat mehr Munition, ja, aber. Also müssen wir weniger nachladen, aber der hier hat mehr Wumms. Ich weiß aber auch nicht, was wir drin haben, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben aber den Achtzylinder drin, ne? Gut, Standard-Kotflügel haben wir aber drin. Gepanzerte Beine können wir eh nicht machen. Ich denke mal, den Rest baut sich jetzt zusammen, oder? Ich muss mal gucken. Du hast alles, was du brauchst, um den Sprungbot zu bauen. Baue den Sprungbot. Wähle unter Teile einen Steckplatz, um ihn ein gebautes Teil zuzuweisen. Hast du alle Steckplätze zugewiesen? Baue ihn einfach. Halten zum Zusammenbauen. Sehr nice. Sprungbot können wir nennen, ist mir egal, Sprungi. So. See you later. Wir haben unseren eigenen Sprungbot. I can't believe you really made it. What you talking about? You didn't think she could? I'll be honest. I had my doubts. You must have had a fine mentor. No mentor for me. I'm completely self-taught. Just picked up what I could here and there. There's just always been a lot for me to tinker around with. Incredible. In any case, this should allow us to slip past the army and continue on our journey south. You know, it's awfully fitting that we made a bot to outfox the Royals at the Rebel Army's ex-base. Almost like it's fate. All right then, let's get a move on already. If you have any problems with the bot, come back for repairs anytime. Thanks. Prince, before we head to the East Valley, let's scout the southern road. What for? I want to see what the army might be able to throw at us. Hmm. Okay. Erstmal auskundschaften. Hey, du komische Ding ist wieder da. Nice to see you again. Is it just my imagination, or has the town gotten more lively? Oh yeah, I found something cool, so I'll share it with you. Danke. Voll nett, der Typ. Antike Goldmützen im Besitz, eine. Benötigt zwei. Bring me any rare items you find. I'll make it worth your while. Eine haben wir ja gefunden. Wir waren ja in der Höhle gewesen, aber kamen nicht weiter. Weil wir wohl voraussichtlich ein Sprungbot brauchten. Du möchtest auch noch was? Do you need anything? Ja, Ahnung, was du willst. Das brauchen wir hier. Ein 75mm Panzergeschütz auf Level 3 und Raptorstahl. Gut, das kriegen wir jetzt nicht so einfach. Also Raptorstahl weiß ich einfach nicht, wo wir das finden, deswegen kriegen wir schon. So that girl, Anne. You mean me? What about her? Been thinking. She's a good girl. You got called a good girl. I don't see what's so funny. I'm afraid I don't follow either.
Oh, it's just that I saw her in the garage, fixing a car. She was enjoying herself so much it was positively infectious. Just watching her work put this car lover in a good mood. Next time, come over to say hello instead of staring, all right? Cars are awesome. Sure wish I had my own. Ooh, so you're a car aficionado too. Then you should really head to the junk pit. The junk pit? Turn right at the fork leading to the Lisab Junkers Market. There's a pit where junkers toss all the stuff they don't need. You're saying I can find a car there? Maybe not a whole car, but you might find a frame. Sweet! I'll be sure to swing by! Autoteile, ja, geh zur Schrottgrube. Das waren alle Nebenaufgaben, das heißt, wir können erstmal wieder rausklamüstern. Und dann gucken wir gleich auf der Karte, wo wir hin sollen, und dann überlegen wir uns, was wir zu tun haben. So, ist das die Karte? Ja. Wir sind jetzt hier. Händler auf Irrwegen ist direkt vor uns. Da unten ist gleich noch ein Questing. Das war das Kopfgeld. Da ist das Kopfgeld. Kopfgeld. Ja, wir machen eigentlich erstmal den Händler. So war das. Wir nehmen mal den Jumpboard. Here we go. Bewegen. Schießen beim Springen, Stampfen finden wir alles so heraus. Oh, guck mal, die fahren mit Auto hinterher. Alles klar. Hui. Hallo, Händler. Stampfen ist lustig. Na, alles gut. Muss aussteigen, wa? Hey, old man. Why do you have your eyes closed? Well, because there's raptors, and I'm scared. We drove them away already. Huh? Oh, they really are gone. I truly am one lucky son of a gun. Wait! Now there's demons? I'm not lucky at all. If it's not one thing, it's another for this guy. And here I thought that with the raptors gone, I'd finally get to make my deliveries to Spino. Spino? Wait, are you a peddler? Indeed, I am. Then hurry before you get attacked again. Ades is waiting. Oh, you know Ades? Then... are you the one who drove that raptor away? They were snapping at my heels, so I sent them flying. That's all. Even so, it doesn't change the fact that you saved me. Here, take this as thanks. I don't want it. Don't say that. If I don't thank you properly, my luck will sour. Hey, I said I don't want your thanks. Don't force it on me. Well, then, I'll follow your advice and hurry on to Spino. Bye. Give me a break. What's wrong with that guy? In one ear and out the other. Das war relativ easy. Here we go. Wir müssen auch gucken, was wir können. So, wir haben jetzt... okay, auf der Karte siehst du so nicht sehr viel. Bis auf das da vorne. Würde ich uns auch mal... nee, das ist die Hauptaufgabe, ne? Ich würde uns eigentlich erstmal hier hochziehen. Zu
dem hier würde ich uns erstmal... Wir machen uns erstmal auf den Weg zur Schrottgrube. Also so in etwa diese Richtung bewegen. Wir machen erstmal ein paar Nebenaufgaben wieder, ne? Das müsste die Richtung sein, ne? Ja, exakt. Not okay. I don't want to fight an army. Believe me, neither do I. This is strictly recon. Jetzt können wir da auch vorne hochhüpfen. Das da. There's more to that girl than meets the eye. Who is she, really? You mean Anne? It doesn't matter anyway. Ich habe springen gedrückt, tatsächlich habe ich springen gedrückt. Think I could jump that with a speedy bot. Okay, ich weiß noch nicht. Okay. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht. Okay. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Wir brauchen einen größeren Sprungradius dafür irgendwie. Das ist auf ganz knappe Weise zu knapp. Ich habe es ausprobiert. Aber ich glaube, wir brauchen stärkere Beine oder wie auch immer dann. I am intrigued, though. Gotta make the most of the journey. No holding back. Komm ich auch noch nicht mal hoch. Ah. Okay, er geht in die Knie. Looks like there's something up there. We could reach it. Okay, ich habe zwar gedrückt gehalten, aber beim Laufen macht er das nicht. Dann können wir es ja doch nochmal ausprobieren. So, ich habe ein bisschen was bekommen. Ich probiere es doch nochmal aus. Weil wir, glaube ich, gedrückt halten müssen. Ich habe das jetzt mit Anlauf versucht und gedrückt halten, aber das geht nicht. Any of the locals have been using this tunnel for quite some time. It's probably been ages since this place was abandoned. It feels like a wait. Nope. Es klappt einfach nicht. Okay. Es klappt einfach nicht. Ich hab's versucht. Ich hab's ausprobiert. Macht aber, glaube ich, irgendwie keinen größeren Unterschied mit dem Springen. Okay, egal. Ausprobiert, ist ausprobiert, ist ausprobiert. Well, so it goes. Ey, die Munition dafür, der Granatenwerfer ist so ein bisschen für den Arsch. Da kann ich nicht sehr gut mit um. So, ein bisschen nach rechts. Machen die schon, sammeln die schon ein. Kurz Sachen einsammeln. So. Aber zum Kämpfen ist das Ding nicht so gut. Gib ich zu.
Man kann es benutzen, aber es ist jetzt nicht der Traum eines Kämpfers. Teile sammeln. Oh, da wird wieder ein Händler angegriffen. Gibt, glaube ich, nur immer ein bisschen Geld, oder? Okay, ich will aber gerne wieder Panzer fahren. Der ist ein bisschen schneller, der ist ein bisschen angenehmer. Der ist ein bisschen cooler. Okay, hoch und dann... Und dann rechts. Ja, okay. Müsste rein theoretisch eigentlich auch gleich mal angezeigt werden.